Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibel. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Ab 1. Dezember greift endlich die nächste Stufe des Energieentlastungspakets der Bundesregierung. Wer seine Wohnung mit Gas oder Fernwärme heizt, bekommt die Dezemberrechnung vom Staat erstattet. Doch wenn wir unsere Furcht vor der nächsten Energiekostenabrechnung dauerhaft verlieren wollen, dann hilft kein noch so gut gemeintes Hilfspaket der Berliner Ampelregierung. Stattdessen setzen wir Freien Wähler seit unserem Einzug in den Bayerischen Landtag auf einen raschen Ausbau der Erneuerbaren und haben schon viel erreicht. So hat unser Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger für einen regelrechten Solarpark-Boom gesorgt. In vielen bayerischen Gemeinden entstehen gerade neue Freiflächen-Photovoltaikprojekte. Bereits 16% des bayerischen Stroms kommen aus Solarenergie. Das wollen wir bis 2030 verdreifachen und sehen große Chancen für viele weitere erneuerbare Energieträger. Unsere Fraktion bietet deshalb aktuell viele Energieinformationsveranstaltungen an, wie kürzlich im oberbayerischen Fürstenfeldbruck. Da erlebte mein Fraktionskollege Hans Friedl beim Thema Erdwärme eine große Überraschung. War ein Geothermieprojekt in einer Nachbargemeinde vor wenigen Jahren noch krachend gescheitert, kamen zu seiner Veranstaltung mehr als 100 Bürgerinnen und Bürger und Medienvertreter, um sich über Erdwärme zu informieren. Das zeigt, wie wichtig es ist, Bürger und Kommunen vom ersten Planungsschritt an in neue Projekte zur Energieunabhängigkeit einzubinden und sie angemessen an der Einspeisevergütung zu beteiligen. Denn mit den Erlösen aus Solar-, Windkraft-, Biogas- oder Geothermieanlagen lassen sich zum Beispiel Kita, Hallenbad oder kommunales Krankenhaus kostenlos mit Wärme und Energie versorgen. Das spart jeden Bürger bares Geld und lässt die Akzeptanz erneuerbarer Energieanlagen sprunghaft steigen. Genau da setzen wir an und bitten euch um tatkräftige Unterstützung. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch. Der Wochendurchblick mit Florian Streibel. Freie Wähler Landtagsfraktion.